bevor es gleich mit dem nächsten T-Shirt-Motiv weitergeht, erzähle ich kurz was über meine ersten Eindrücke zu den verschiedenen T-Shirt-Portalen, bei denen ich mich angemeldet habe. Dann gibt es auch erste Verkaufserfolge. Ich zeige euch ein T-Shirt, das ich als Testbestellung auch mal mir habe schicken lassen. Und es gab unten in den Kommentaren wirklich sehr viel hilfreiches Feedback, von dem ich auch gerne berichte. Außerdem gibt es jetzt ein Playlist-Intro, um auch denen, die nur ein Video sehen, so ein kleines bisschen zu erklären, um was es hier auf dem Kanal bzw. in der Playlist geht. Aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen. In meiner Playlist T-Shirt Business kannst du mich dabei begleiten, wie ich die Branche kennenlerne, wie und mit welchen Werkzeugen ich meine Designs entwerfe und mir beim Illustrieren über die Schulter schauen. Du kannst sogar mitmachen, wenn du willst. Schreib deine Wünsche für neue T-Shirt-Motive unten in die Kommentare. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, zunächst mal zu den ersten Eindrücken, die ich bekommen habe von den verschiedenen T-Shirt-Portalen, wo ich mich angemeldet habe. Das wäre zum einen Spreadshirt, das wäre Shirty, Redbubble und bei Amazon Merch. Bei Amazon Merch habe ich auch schon, das, wie eben gesagt, meine ersten Verkaufserfolge. Da habe ich ein T-Shirt verkauft. Das hat mich sehr gefreut. Bei Redbubble ist das Einstellen von T-Shirts, finde ich, am aufwendigsten. Die Masken sind sehr schön, gefallen mir sehr gut. Es ist auch alles recht intuitiv, aber man braucht recht lange, um ein neues Design einzustellen. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass man hier sehr viele Produkte hat, die man einstellen kann. Also da gibt es ganz normale T-Shirts, da gibt es T-Shirt-Kleider, da gibt es Handyhüllen, da gibt es Tassen, da gibt es Aufkleber, da gibt es Kissen, da gibt es Flipcases für Tablets, da gibt es Taschen für Laptops, sogar Bettwäsche kann man da konfigurieren mit seinem Motiv. Da habe ich auch zwei Testbestellungen selbst vorgenommen, einmal ein T-Shirt und einmal eine Tasse, die ist aber leider noch nicht da. Die Tasse mit dem Homeoffice-Motiv, ich finde, das passt super auf eine Tasse. Und ein T-Shirt mit dem Papatag-Motiv. Das T-Shirt hat auch eine recht gute Qualität. Riecht noch ein bisschen, dass man es mal vielleicht waschen könnte. Ist ein bisschen schemig noch. Der Aufdruck hat am Anfang ein kleines bisschen geklebt, aber das ist jetzt auch weg. Wie es ist, wenn man das ein paar Mal wäscht, weiß ich noch nicht. Das probiere ich noch aus. Allerdings ist mir aufgefallen, also normalerweise kaufe ich T-Shirts in M und das hier habe ich auch in M gekauft. Das fällt allerdings schon relativ groß aus. Also ich glaube, bei dem Portal, wenn ich mir T-Shirts bestelle, die ich tatsächlich tragen will, nehme ich besser S. Ja, zu meinen Verkaufserfolgen habe ich schon was gesagt. Das war dieses eine T-Shirt bei Amazon. Habe ich mich aber trotzdem sehr drüber gefreut, das erste T-Shirt verkauft. In dem Zusammenhang ist mir aber auch aufgefallen, ich meine, ich komme hier mit, hier zum Beispiel mein Portfolio bei Spreadshirt, das sind jetzt 4 T-Shirts. Da kann ich natürlich auch nicht davon ausgehen, dass da so wahnsinnig viel gekauft wird. Mit den Leuten, mit denen ich in den Kommentaren zu tun hatte, die das T-Shirt-Business auch betreiben, da haben sich ein paar gemeldet, die stellen alle hunderte T-Shirts online. Und ich glaube, dass in der Branche es auch relativ üblich ist, hunderte oder gar tausende Designs online zu haben und sich nicht nur auf so ein paar T-Shirts wie ich zu konzentrieren. Das kann sein, dass es da bei mir etwas länger dauert, vielleicht auch niemals zu so vielen Verkäufen kommen wird, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich der Typ, der da ein T-Shirt-Motiv nach dem anderen raushaut. Meine Vorgehensweise hat halt einfach auch so ein kleines bisschen einen anderen Fokus. Da waren wir schon bei dem hilfreichen Feedback, das ich bekommen habe. Und da haben sich zwei Zuschauer gemeldet, die das T-Shirt-Business selbst betreiben. Und die haben mir den Ratschlag gegeben, ich soll mich doch mehr damit befassen, wie ich das Ganze verschlagworte und wie ich meine Listings vorantreibe. Und zugegeben, das habe ich vernachlässigt. Ich bin auch eher so der Illustrator und dieses Hochladen und Verschlagworten, das ist eher lästig. Aber wir haben recht beide, da muss ich mich drum kümmern und wenn ich nicht gefunden werde, kann meine T-Shirt-Motive natürlich auch keiner entdecken. Bei Shirty ist das Ganze wohl ein bisschen anders, da geht es weniger um die Verschlagwortung auf dem Portal selbst. Shirty zielt ein bisschen auf Designer ab, die auf anderen Social-Media-Plattformen Werbung für ihr
für ihren eigenen Shop, für ihre eigenen Kampagnen machen. Ich habe jetzt ein Design mal hochgeladen, hier auch das heute ist Papa-Tag-Motiv, aber ich habe mich da noch nicht weiter drum gekümmert, wie das funktioniert. Demnach gibt es da natürlich auch, ich glaube nicht mal als Klicks. Ah doch, einer war auf meiner Seite und hat es angeguckt. Vielleicht war ich das selber. Merch bei Amazon, also die Eingabemaske, um neue Designs hochzuladen, die erinnert mich so ein kleines bisschen an Windows 98. Das Ganze ist irgendwie, keine Ahnung, noch nicht so in der heutigen Zeit angekommen. Vielleicht bin ich da aber auch zu schnäkig, was Design angeht. Jedenfalls tue ich mich mit dem Upload-Prozess und dem Ganzen drumherum bei Amazon ein bisschen schwerer als bei den anderen. Spreadshirt gefällt mir eigentlich vom Upload-Prozess am besten. Hier kann man relativ schnell seine Designs auf verschiedene Produkte übertragen. Ich glaube, ich werde auf Dauer auch nicht bei allen Vieren bleiben, weil das zu aufwendig ist. Vielleicht stelle ich erstmal auf einem oder zwei Portalen die Designs, die hier entstehen, online und versuche das dann irgendwann mal gesammelt auf den anderen, wo ich dann einfach mal 10, 20, 30 auf einmal hochlade. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. So, aber genug geschwafelt. Jetzt geht's endlich mal weiter mit dem nächsten T-Shirt-Motiv. Da könnt ihr mir beim Zeichnen gerne zuschauen. Ich will das Homeoffice-Motiv, das in einem der letzten Videos entstanden ist, gerne noch adaptieren bzw. eine Variante davon erstellen für Frauen. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß! Thank you.
das war's. Jetzt werde ich das Ganze wie immer aufbereiten, um es bei den verschiedenen Portalen hochzuladen. Ich glaube, ich werde mich die nächste Zeit auf Spreadshirt und Redbubble konzentrieren und Amazon und Shirty so ein bisschen aufschieben, bis ich mehr Designs habe und bis ich mich mit der ganzen Verschlagwortung ein bisschen besser auskenne. Wenn dir das Motiv gefällt, ich stelle Links zu dem T-Shirt, Tasse, sonst was unten in die Videobeschreibung. Wenn du gerne mal andere Motive hier sehen würdest, wie die entstehen, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich gehe da wirklich gern drauf ein. Also das Faultier, das ist auf Basis von einem der Kommentare entstanden. Ich freue mich immer über einen Daumen hoch und ganz besonders freue ich mich natürlich über ein Abo und über jegliches Feedback, was ich vielleicht anders machen kann in meinem T-Shirt-Business, was ich vielleicht anders machen kann hier mit den Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.